Hey, hallo, gute Freunde finden 85,4% der Deutschen laut einer Umfrage besonders wichtig und erstrebenswert. Die Basis solcher Freundschaften sind Vertrauen und Ehrlichkeit. Diese Eigenschaften sind die höchste Priorität. Die Gründe dafür, warum man sich mit bestimmten Menschen anfreundet, sind vielfältig. Die Erwartungen hingegen sind weniger. Man wird verstanden, eigentlich mit all seinen Macken akzeptiert, spendet sich in schweren und in guten Zeiten Trost. Ja, dazu bin und war ich auch immer sehr, sehr gerne bereit. Da liegt nicht das Problem. Die Misere beginnt woanders. Wenn ich merke, dass ich nur noch der Mülleimer bin, wenn ich merke, dass es nicht mehr um den Austausch mit mir geht, sondern nur noch darum, regelmäßig alles Negative aus deren Leben oder Probleme oder Sorgen oder Ängste bei mir abzuladen. Es geht eigentlich immer nur um diese Person. Klar, eine schlechte Phase, die hat jeder mal. Na, ist ganz normal. Natürlich kann man auch Sorgen mit Freunden teilen. Aber wenn dem nur noch so ist, ist es auch normal, dass man sich vielleicht etwas zurückzieht. Zumal, wenn man merkt, dass vom eigenen Leben gar nicht so viel Notiz genommen wird, dass man da manchmal tagelang, wochenlang gar kein Feedback bekommt, wenn man sich auch mal geöffnet hat und auch mal seine Ängste und Sorgen geschildert hat, dann bleibt manchmal ein großes Nichts und eine große Leere und Wut zurück. Und das möchte ich nicht.